hat dann einen vierten Terminvorschlag gegeben. Allerdings hat der Senator plötzlich Bedingungen für seine Teilnahme an diesem Wahlduell gestellt, weil er mit dem Format dieser Begegnung wohl nicht mehr einverstanden ist. Ich persönlich bin leider in einem Alter, in dem mein Zugriff auf eine jugendliche Wählergruppe ja beschränkt ist. Ich bin auch nicht mehr in der Lage, auf TikTok aufzutreten und damit sozusagen eine Taktik einzuschlagen, die eben die jugendliche Wähler heranzieht.